Hallo Mitspieler, mein Name ist Joshua und ich spiele mit euch The Long Dark. So, ich habe gerade geladen, muss mich kurz orientieren. Ja, wir haben es Mittag, sind ziemlich erschöpft. Bin ich ganz sicher, wie am besten fortzufahren ist. Das kann erstmal rüber, dafür habe ich aktuell keine Verwendung. Es steht ja fest, was wir im Staudamm noch wollen. Das muss auf die Erde, okay. Nämlich eine Werkzeugkiste. Ablegen, ablegen, ablegen. Aber wie ihr seht, bin ich ziemlich übermüdet und müsste eigentlich schlafen. Naja, mit dem Schlafsack haben wir ja die Möglichkeit, im Staudamm zu schlafen. Von daher wird das kein Problem. Schlechte Sicht. Hier ein bisschen auf Schleichkurs. Oh, man sieht ja gar nichts. Ich weiß nicht, ob das bedeutet, dass uns die Wölfe auch nicht sehen. Aber ich bin da lieber vorsichtig. Okay, schnell rüber. Okay. Ab ins Warme. Wie warm ist denn eigentlich? Schauen wir gleich mal nach. Gefühlte 8 Grad. Okay, also. Ich gehe erstmal hier rein. Gibt's hier was? Das würde mich interessieren. Da habe ich tatsächlich mal was Gutes drin gefunden beim letzten Long Dark Extreme Let's Play. Okay, 55, glaube ich, waren es. Oder 54. Ja, 55. Schimmer. Fünfundfünfzig, 39 und 42. This will come in handy. Tja. Das ist diesmal aber leider nicht der Fall. So. Shooting Guide.
Gewehrschusswaffe, na, das brauchen wir nicht. Ein Riegel. Nee. Schade, ich hatte ein bisschen auf so eine Notfallspritze spekuliert. Ja, gehen wir mal hier rüber. Ach, laufen ist nicht mehr, also sprinten ist vorbei. Gut. Weiß ich nicht, was wir hier noch tun sollen. Ich meine, da könnte man noch mal reingucken. Spray. Ja, die nehme ich. This stuff will come in handy. Noch eine Mütze, okay. Schauen wir da noch rein. Okay, alles klar. Also nichts. Gut, dann. Ja, das hat ja keinen Sinn hier. Hau ich mich hin. Was umlagern. Die kann man umlagern. Ja, okay. Also, wir nehmen einen Drink. Legen uns hin. Ich beginne mal mit 9 Stunden. Ja, ist dumm. Wir wachen mitten in der Nacht auf. Aber es geht jetzt nicht anders. Denn nachts durch den Staudamm zu laufen kann ein tödlicher Fehler sein. Weil wenn die Aurora zuschlägt, hat man das Problem, dass die Leitungen, die am Boden liegen, plötzlich Strom führen und dann wird man gegrillt. Und darauf würde ich gern verzichten. So, wir trinken was. Okay, und sagen jetzt nochmal 5 Stunden schlafen.
Ist klar, dass da draußen wieder der Sturm tobt. So. Also alles, was schwer ist, da rein. Den Hammer brauchen wir gerade nicht. Umlagern. 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 Weg damit. Das könnte man noch brauchen. Ein Buch, okay. Gut. So, von denen nehmen wir ein paar zurück. Von denen. Gut. Dann werden wir mal unsere Tour hier machen. Sagt eigentlich die Statistik 18 Tage, 14% der Welt erkundet, Kalorien pro Tag 1145. Okay. Ah, ich glaube, ich laufe erstmal durch und roll dann die ganze Geschichte von hinten auf. Dann schleppe ich den Krempel einmal hin und wieder zurück. So. Mehr hat er nicht? Wollen wir das machen? War gerade stumm. Man hört leider nichts. Wie sieht's aus? Ja, das ist kein guter Moment. Okay. Ich dachte, hier war eine Kiste. Okay. Das ist ein bisschen heikel. In dem Sturm hier. Klopft jedes Mal das Herz ein bisschen schneller. Der Abgrund. Hier jetzt was rauszuschneiden. Ja, das bringt leider gar nichts. Also wieder rein. Schnell ins Warme. Gut. Da haben wir noch einen Topf. Wichtig ist jetzt für die Tour eigentlich nur Metall. Stoff kann man erstmal alles hier lassen. Und wie gesagt, über einen Werkzeugkasten würde ich mich freuen. Denn mit dem könnte ich die Säge reparieren. Aber mal schauen, vielleicht gibt es ja noch was anderes Feines.
was? Eine kaputte Metalltür. Ach, da ist es doch. Qualitätswerkzeug. Sehr gut. Gut, das lassen wir alles hier. Manchmal noch ein Nähzeug, das finde ich auch ganz gut. So, fände ich gut, wenn es das gibt. Nicht geschaut, in welchem Zustand das war, aber alles, was es hier zu essen gibt, nehme ich gern. So, dann mal hier dahinter. Dann sind wir hier so weit durch. Ah, nee, hier. Na? Nichts. Und nochmal nichts. Das ist auch ein Lehrbuch, aber fürs Bogenschießen. Und das kann ich gut gebrauchen. Ah, hier haben wir auch noch nicht reingeschaut. Gut. Okay. Damit ist nämlich ein weiterer Wunsch in Erfüllung gegangen. Ich hatte mir so sehr dieses Werkzeug gewünscht. Finde ich gut. Dann schauen wir uns vielleicht hier noch kurz um. Hier ist nichts. Keine Fackel, nichts. Im Wesentlichen nutze ich die auch nur als Streichholz. Man könnte tatsächlich die auch in der Höhle einsetzen, aber ich finde dieses rote Magnesiumlicht zu dunkel. Und ja, die Legende geht, dass so eine Fackel auch gegen Wölfe hilft. Ich bin da nicht so sicher. So, gut, das war es hier. Und runter geht's. So. Okay. Ja, dann müssen wir uns ein bisschen sammeln und überlegen, was wir mitnehmen wollen. Hatten wir ja alles gecheckt. Da gibt es noch Wasser. Also gehen wir mal der Reihe nach durch. Da gibt es ein Lehrbuch unbedingt.
Die sind wichtig, um Feuer zu machen. Altholz. Lass ich erstmal weg. Die würde ich tragen. Wir haben eigentlich keine Handschuhe gefunden. Auch ein Ding. Die nehmen wir alle mit. Der muss mit. Tja, bei der. Mal Stoff, Schrott und Federn. So, jetzt können wir mal umgekehrt schauen. Fackeln, Pistole, Nahrung, Klamotten, okay. Gut. Wie viel haben wir? 28 Kilo. Sollte man das Zeug hier rausschneiden? Einfach noch mal ein Feuer machen mit dem Stuff hier. Stunde 30. Können wir denn? Ja, wir können. Wir könnten sogar probieren, die Lupe einzusetzen. Naja, immerhin. 80%. Tja, dann wird das der Plan sein, den Kadaver zerlegen und dann holen wir noch mal ein bisschen unser Zeug aus dem Trailer und gehen zurück zur Jagdhütte, um dann die Schmiedeaktion vorzubereiten. Vielleicht noch mal 80. Vielleicht machen wir auch vorher noch so mal schauen, ob man noch ein bisschen craften kann. Wenn die Karnickelpelze gut sind, wäre das eine Option. So. So. Was mal anders geht nicht anders. Mit diesem Topf hier. Nicht optimal. Garen. So. Den. 10 Minuten, 24 Minuten. Eine Stunde. Oh. 30 Minuten. Dann mal das erstmal hier. Ein Liter. 12 Minuten. Und auch ein Liter. Gut.
16 Minuten. Gut. Mal gleich nochmal einen Liter. So, 1,58 und dann machen wir das eine Stunde, 40 Minuten. Geht also besser mit den Händen. Ein wenig erstaunlich, aber okay. 18 Minuten und Level 2 im Kadaver zerlegen. Sehr gut. Ja, dann bringen wir das hier rein. Ab. Jetzt wollte ich mal schauen. Wie viel Zeit braucht das? Ach, schon wieder fast vorbei hier. Okay. 2 Stunden. Also eine Stunde. Ein Liter. Kann man drin etwas machen, was keine Stunde dauert? Vielleicht so eine kleine Kiste auseinandernehmen. So, dann haben wir das noch rein. Ist klar. Völlig klar. Ja, natürlich. So, ich denke, das Zeug lassen wir mal stehen. Ja, gehen rein. Dann werden wir die Nacht hier noch verbringen. Hauen uns hier also nochmal aufs Ohr. Ja, und dann geht's morgen früh. Auf der anderen Seite weiter. Ja, das ist ein Plan. Dann, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Lasst gerne einen Daumen hoch und ein Abo da. Wir sehen uns. Macht's gut. Bye, bye.